Willkommen zu No Status Baby, dem neuen Online-Interview-Format. Offensichtlich interessierst du dich für guten Content und für authentische, prominente Persönlichkeiten. Schön, das freut uns. Wir wünschen dir viel Inspiration und schöne Momente mit den Interviews zu unserem Januar-Thema Neuanfang und Veränderung. Persisch-bayerische Moderatorenschönheit Melissa Karley besucht uns und spricht über familiäre und persönliche Neuanfänge. Bei mir sind die größten Veränderungen im Leben passiert, als ich einfach gemacht habe. Und zwar ohne nachzudenken. Und das ist das, was ich mir selbst auch immer wieder sagen muss. Und ich weiß es auch. Ich weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze und mache, dann passiert auch was. Das ist auch das, und das würde ich auch gerne jedem anderen sagen. Wenn du machst, passiert was. Wenn du machst, verändert sich was in deinem Leben. Solange du möchtest, dass sich was verändert. Wenn du das gar nicht willst, dann mach auch nicht. Dann bleib da sitzen und dann sei zufrieden mit dem, was du hast, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also es gibt Menschen, die sind zufrieden mit dem, was sie haben und wollen gar keine Veränderung. Was würdest du im Rückblick ändern und was würdest du jetzt anders machen? Ich tue mich da total schwer in sowas, weil ich ein Mensch bin, der im Hier und Jetzt lebt und ich genieße das, was gerade ist. Und ich denke wenig darüber nach, was hätte ich immer anders machen können. Hätte ich doch mal so und so gemacht. Was wäre denn, wenn ich das... Das mache ich halt nie. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich so bin. Weil ich kenne genügend Menschen, auch in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, die so sind, die jeden Tag da sitzen und sagen, ach, hätte ich doch mal so und so gemacht. Hätte ich doch damals mal das so anders gemacht. Ja. Und so bin ich nicht. Ich meine, ich habe mich dazu so entschieden, das so zu machen. Und damit bin ich zufrieden. Ich glaube, man muss auch aufhören, Leuten irgendwie gefallen zu wollen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube auch, dass es in unserem Beruf so ein Punkt ist, dass man immer gefallen möchte und dass man wenig anecken möchte, weil man, weißt du, dann hat man ja so viele Angriffsmöglichkeiten. Aber das ist eigentlich auch, das ist auch total falsch, weil wie sollst du dann herausfinden, wer du wirklich bist, wenn du nicht einfach so, wenn du auch das in Kauf nimmst, wenn du nicht das in Kauf nimmst, dass du eventuell auch nicht gefallen könntest oder auch anecken könntest.